Die USA und Frankreich wollen ihre diplomatische Krise beilegen. In einem Telefonat am Abend vereinbarten die Präsidenten Biden und Macron künftig vertiefte Konsultationen und ein persönliches Treffen Ende Oktober, wie beide Seiten anschließend mitteilten. Zudem soll der französische Botschafter nach Washington zurückkehren. Auslöser der Krise war ein geplatztes U-Boot-Geschäft zwischen Frankreich und Australien. Die USA hatten ohne Absprache mit den Verbündeten einen neuen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien geschmiedet, infolgedessen nun Atom-U-Boote aus US-Produktion an Australien geliefert werden sollen. China will künftig auf den Bau neuer Kohlekraftwerke im Ausland verzichten. Das kündigte Staatschef Xi Jinping in einer Videobotschaft an die UN-Vollversammlung in New York an. China wolle andere Länder stattdessen bei der Entwicklung von grünen Energieformen unterstützen, so Xi. International wird der Schritt begrüßt. Kritik gibt es allerdings daran, dass in China selbst auch weiterhin Kohlekraftwerke entstehen sollen. UN-Vollversammlung gestern Nacht in New York. Überraschungen sind bei den Reden selten zu erwarten. Doch Chinas Ankündigung, im Ausland aus der Kohle auszusteigen, sorgte für Aufsehen. China wird andere Entwicklungsländer beim Ausbau grüner und kohlenstoffarmer Energien unterstützen und keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland bauen. Chinas Anteil an der Auslandsfinanzierung von Kohlekraftwerken ist relevant. Weltweit kamen in den Jahren 2013 bis 2019 etwa 13% der Gelder dafür von China. Der angekündigte Rückzug könnte weitere Auswirkungen haben, meint Professor Nedupil Wang. Idealerweise sehen wir durch diese Ankündigung auch weniger Kohlefinanzierung von anderen Geldgebern. Es können auch private Geldgeber sein, weil die Technologien, die China sehr stark beherrscht, nicht mehr verfügbar sind für neue Kohlekraftwerke im Ausland. In China selbst bauen die Lokalregierungen allerdings weiterhin neue Kohlekraftwerke. Allein dieses Jahr genehmigten sie 43 der klimaschädlichen Anlagen. Schon jetzt entsteht etwa die Hälfte aller weltweiten CO2-Kohleemissionen in China. Erst nach 2030, so kündigte Staats- und Parteichef Xi Jinping an, werde China den Kohlendioxidausstoß im eigenen Land reduzieren.